In Vorbereitung der 725-Jahr-Feier der Gemeinde Obergorich vom 8. bis 13. Juli 1997 tagte oft das Festkomitee. Diesmal ging es auch um den großen Festumzug. Und ganz richtig auch auf den Unsicher. Wie war das, die Leute, die sich zum Festumzug oben an der AWG dann alle treffen? Ja. Da war vorgesehen, warum ist die ganze Ecke vorne an der Kreuzung ab auf die Festwiese über die neue Brücke floss. Mit anderen Worten, die Hauptstraße an Gemeindeamt vorbei, die wird überhaupt nicht berührt. Bewusst. Ist die Verfilmerei nun geklärt mit den Jüngern, der... Ist geklärt. Gut, brauchen wir überhaupt das wieder? Das fahren wir schon. Okay, so. Ich habe noch ein Problem, bitte. Dass ich das Festkomitee nochmal Gedanken mache. Wir kriegen ja diese Münzstraße. Ich habe doch noch Schwierigkeiten, die von einem großen, starken, kräftigen Mann vielleicht auch im Wechsel mehrere bedienen zu lassen. Aber vielleicht müsst ihr jetzt hier auch, vielleicht fällt jemand ein, der gesagt hat, oder wo man sagt, Mensch, der würde bestimmt das mal machen. Muss ich mal die Zeit noch verständigen, das wird eher am Sonntag sein. Das wäre schön, wenn ich enden hätte, wenn ich dort, aber da müssen wir vielleicht zusammen machen. In Sinkwitz wurde es so, Herr Kirchner, da kann ich mich an voriges Jahr erinnern. Das haben teilweise eure Jungpioniere gemacht. Aber vielleicht, weil wir erst über die Ost nicht Springbrunnen gesprochen haben, vielleicht wäre das okay. Ja, ich wurde auch mal dran, es war schon schwierig genug, die jüngeren Leute für das Zentrum. Nee, das machen wir vor der Turnhalle. Wir haben auch die, dann haben wir dort eine Artistik-Show und dann haben wir so eine Tanzgruppe, eine Leser, also so. Wir können die gesamte Vorfläche bekommen von vor der Papierfabrik. Wir müssen uns an dem Tag, wo wir brauchen, den Schlüssel holen bei Herrn Bergmann. Und müssen sichern, dass das Tor abgestellt wird, zu ist, die Durchfahrt. Die gesamte Freifläche können wir mit beiden offenen Toren links und rechts dann nutzen, da geht schon aber ein Fahrzeug auf und drauf. Wir müssen natürlich diese ganze Parkerei, Frau Lehr, haben wir uns nicht mehr abgesprochen, ist das abgestimmt, du bist zum Portier. Musterball sofort ist automatisch zu, weil sie ja dort ihre Brücke haben, die schließen sie zu. Wir kennen aber am Kesselhaus die gesamte Fläche. Da müssen wir nochmal bekannt geben, wo die Parkmöglichkeiten sind, vor allem für Sonntag und Sonntag, für die beiden Tage. Die Bisselortskundigen wissen, wo die Papierfabrik ist, weil viele hier gearbeitet haben. Und in der Pausenhalle der Grundschule Obergorich wurde eine umfangreiche Ausstellung zur Schul- und Dorfgeschichte vorbereitet. Wie lange macht ihr das? Um 6 Uhr wurde ich noch lange leben. Als Auftakt zu den Feierlichkeiten fand am 8. Juli 1997
um 17 Uhr die Freigabe des ersten Bauabschnittes der Industriestraße in Beisein vom Regierungspräsidenten Herrn Dr. Weidelehner und des Landrates Herrn Gallert statt. Straßensanierung mit all dem, was dazugehört, für dieses Industriegebiet anzugehen. Industrie- und Gewerbearbeitsplätze vorhanden sind und dabei tragen natürlich größere Unternehmen, die gerade an dieser Trasse liegen, besonders dazu bei. Die Presse will das ja sehen. Ich denke vielleicht, es ist ohne groß eine Pause machen zu müssen, das zu realisieren, was ich vorhin noch ansprach und was der Herr Regierungspräsident sagte, es geht weiter. Ja, es geht weiter und ich würde dann sagen, das vollziehen wir heute auch gleich anschließend, weil wir noch ein straffes Programm heute haben. Im Anschluss erfolgte der erste Spatenstich zum Bau des zweiten Teiles der Fortschrittsstraße. Jawohl. So, zack. Die Straße weg. So, danke Ihnen, meine Herren. Reicht. Ja, das ist hier ja kompliziert, haben wir nicht gemacht. Viele Steine drin, hier ist es verkundbar von der Straße. Ein Bagger übernahm dann die weiteren Erdarbeiten für ein Projekt, welches eine große Bedeutung für die Zukunft des Industrie- und Gewerbestandortes Sinkwitz-Obergorich erlangen sollte. Sehr verehrte Gäste, meine Damen und Herren, es ist mir ein hohes Bedürfnis, Sie zur Öffnung unserer Festwoche auf das Herzlichste begrüßen zu dürfen. Besonders freue ich mich, dass sehr viele Bürgerinnen und Bürger unserer Gemeinde meiner Einladung zum heutigen Tag gefolgt sind. Es soll besonders für Sie ein Dankeschön für Ihre vieljährige, fleißige Arbeit sein. Wir freuen uns gleichermaßen, dass der Regierungspräsident Herr Dr. Weidelehner, der Landrat des Landkreises Bautzen Herr Gallert, der Landtagsabgeordnete Herr Hahn sowie meine Amtskolleginnen Frau Koch, Herr Susig und Herr Pahler unserer Einladung gefolgt sind. Ein herzliches Dankeschön dafür. Vor 725 Jahren, also 1272, wurde Obergorig erstmals geschichtlich erwähnt. Und wir verstehen es deshalb als Gründungsjahr. Damals, fast in einer menschenleeren Gegend, siedelten sich Grundherren und Bauern an. Die Nähe Bautzens wohl als Burg- und Marktort und damit wirtschaftliches Zentrum war nur eine der Ursachen für die folgenden Erschließungen des Umlandes. Sicherlich hatten auf unsere Vorfahren das Spreetal am Fuße des Mengsweiler Berges, die sanften Hügel ringsherum und die dichten Wälder so anheimelnd gewirkt, dass sie beschlossen, bodenständig zu werden und Ackerbau und Viehzucht
Viehzucht zu betreiben. Die erste aus dem Jahre 1586 überlieferte Volkszählung gibt immerhin schon 9 Besitzende als Einwohner von Obergorig an. Es ist nachweisbar, dass sich der damalige Ort durch die Ansiedlung von Wenden bzw. Sorben entstanden ist. Nach dem Freikauf von der Fronarbeit in der Mitte des 16. Jahrhunderts entwickelte sich in Obergorig und den umliegenden Dörfern die ersten Handwerke. Die Papierherstellung und einfache Holzverarbeitung waren dabei die Anfänge. Von Vorteil für den Ort und die Entwicklung erwies sich die Lage am Böhmischen Steig, der alten Handelsstraße von Norddeutschland nach Prag, die schon 1241 Erwähnung findet. Die natürliche Lage im Spreetal bewirkte 1556 den Bau einer der ersten Papiermühlen in Sachsen überhaupt durch den kurfürstlich-sächsischen Baumeister Kaspar von Wierath. Dadurch konnte sich in unserem Ort ein Wirtschaftszweig entwickeln, der schon Mitte des 18. Jahrhunderts zu den exportierenden Manufakturzweigen gehörte, die Geld ins Land brachten und gleichzeitig Menschen Arbeit und Brot gaben. Werte Gäste, liebe Einwohner, im Zeitalter der Industrialisierung der sogenannten Gründerzeit konnten sich im Ort die Industriezweige herausbilden, die für die Orts- und Wirtschaftsentwicklung der kommenden Jahrzehnte eigentlich bis heute wichtig sind und unseren Lebensraum prägen. Im Jahre 1888 begann der Tischlermeister August Rausendorf mit der Herstellung von Landmaschinen in unserer Gemeinde oder in unserer damaligen Umgebung, nämlich den Bau von Holzstrohpressen. Damit wurde der Grundstein für eine bis zum heutigen Tage bekannten Produktionsstätte des Landmaschinenbaues in Deutschland in unserer Gemeinde im Ort Sinkwitz gelegt. Nach dem Zweiten Weltkrieg, in dem das Werk ebenso wie im Ersten Weltkrieg mit zur Rüstungsproduktion diente, wurde der Landmaschinenbau verstaatlicht. Durch zentralpolitische Entscheidungen wurde im Ort Sinkwitz der Mähdrescher Produzent des damaligen VEB-Kombinat Fortschritt aufgebaut. Dieses Produkt Mähdrescher, das wissen wir alle, war eines der entscheidendsten exportierten Haupterzeugnisse des Betriebes und der damaligen DDR. Somit entwickelte sich Sinkwitz zu einem bekannten Industriestandort und prägte auch damit wesentlich das Orts- und Gemeindeleben insgesamt. Für unsere Gemeinde, werte Anwesende, ist dieses deshalb gesamt umrissene Industriegebiet zwischen Obergorig und Sinkwitz von großer Wichtigkeit. Stärkt es doch die Handwerks- und Industriegemeinschaft und profiliert somit unsere gesamte Gemeinde im Sinne alter Traditionen neu. Das waren auch die Beweggründe für den Gemeinderat, die neue Straße durch dieses Industriegebiet zu favorisieren, welche heute im Beisein hoher Gäste als erster Bauabschnitt freigegeben wurde. Sie wird künftig nicht nur den Ortsverkehr von Obergorig, Schwarznauswitz und Sinkwitz entlasten, sondern garantiert eine sichere und großzügigere Zufahrt. Und nun, meine verehrten Gäste, möchte ich symbolisch mit Ihnen anstoßen auf unser Ort Obergorig und die Gemeinde Obergorig, und allen Einwohnern wünsche ich Ihnen sowie den Angehörigen alles Gute, beste Gesundheit, frohe Schaffenskraft und dass wir die kommenden Tage mit Freude genießen können und für den heutigen Abend eine wunderschöne, gute Unterhaltung. Ich danke Ihnen. Ich darf Ihnen zunächst auch bescheinigen, Obergorig ist ein schöner Ort. Wir waren vorher oben am Wald, auf dem Parkplatz, auf dem neu angelegten und haben
rübergeblickt über den Ort bis weit nach Bautzen und darüber hinaus. Und es ist wirklich eine wunderbare, eigentlich fast romantisch stimmende Situation, wenn man so über diese wunderschöne Landschaft blickt. Dass die Menschen hier sich wohlfühlen, dass sie hier wissen, dass hier ihre Heimat ist, dass vor allen Dingen die jungen Leute hier bleiben, Herr Bürgermeister, das ist ja ganz entscheidend. Mit Ihrer Wohnpolitik, so wie Sie es dargelegt haben, glaube ich, sind Sie auf dem richtigen Weg. Es müssen hier natürlich weitere Wohnbebauungen vorgenommen werden, denn die jungen Leute wollen hier ein eigenes Haus bauen, wollen hier eine Wohnung haben. Das ist ganz wichtig und ich glaube, so wie Sie es dargelegt haben, das ist die richtige Strategie, um diesen Ort langsam, aber harmonisch zu entwickeln. Ich darf Ihnen also für Ihren schönen Ort, für die Zukunft alles Gute wünschen und sage ein herzliches Glück auf. Meine sehr verehrten Bürgerinnen und Bürger von Obergurich, sehr geehrter Herr Bürgermeister Bein, verehrte Ehrengäste, ich bedanke mich zunächst ganz herzlich für die Einladung hier zu Ihrem Jubiläum 725 Jahre Obergurich. Der Herr Regierungspräsident hat darauf hingewiesen, darauf fallen Sie ein wenig aus dem Rahmen. 9 Gemeinden im Landkreis feiern 775 Jahre. Aber ich denke, Sie müssen darüber nicht traurig sein. Die Erwähnung der anderen 9 Orte werden als Kirchorte erwähnt, 1222. Obergurich hat keine Kirche, deshalb ist sie per Zufall in dieser Urkunde nicht erwähnt, sondern ein paar Jahre später. Ich gehe aber davon aus, dass die Besiedlung hier entlang der Spree und an den Hügeln, am Fuß der Hügel sicherlich also auch zu dieser Zeit passiert ist. Also einen herzlichen Glückwunsch zunächst halt nur zu Ihren 725 Jahren. In diesen 725 Jahren haben die Menschen, die hier leben, einfach bewiesen, dass sie zu dieser Gegend, zu unserer Oberlausitz gehören und sich hier wohlfühlen. Trotz vielfältiger Veränderungen, trotz vieler unsäglicher Leiden, die in den vergangenen Kriegen durchlitten werden mussten und nicht zuletzt auch durch die Umstrukturierung, die nach der Wende, für die wir Gott danken, dass wir sie erleben durften, hier eingetreten sind und dass die Bürger trotzdem hier geblieben sind. Das zeigt doch, dass wir Oberlausitzer bodenständig sind. Aber ich denke, mit ein bisschen Einsicht und Augenmaß werden wir den Weg, den wir hier in der Oberlausitz im Landkreis Bautzen begonnen haben, gemeinsam weitergehen können und ich darf Sie einfach versichern, dass ich persönlich als Landrat, aber auch alle Mitarbeiter meines Hauses alles tun werden, um das, was Sie sich vorgenommen haben, mit umsetzen zu helfen. Alles Gute für Sie und Gottes Segen dieser Gemeinde.
Guten Tag, liebe Einwohner, liebe Kinder. Wir begrüßen euch recht herzlich zur Eröffnung des Radwanderweges. Ich übergebe das Mikrofon an den Herrn Bürgermeister. Wir haben uns heute zusammengefunden, weil wir, wie soeben gesagt, unseren Teilradwanderweg, den wir, ihr habt das ja schon erlebt, fertiggestellt haben entlang der Spree. Das Stück jetzt über die Insel, dann in Richtung Schule, so wollen wir fahren. Ich denke mal, es wird ja auch in der Zukunft schön durch lange Radwanderungen erleben können. Für Sie als Einwohner würde ich natürlich auch empfehlen, hätte mich gefreut, wenn heute noch mehr, die meine ähnliche Montur angehabt hätten und mit mir geradelt wären. Aber was soll's drum, machen wir das nächste Mal, das können wir im Herbst nochmal wiederholen. Für unsere jetzige Radwanderung, liebe Kinder und Erwachsene natürlich, es sind ja einige dabei, wünsche ich uns eine gute Fahrt, wünsche euch einen schönen Tag noch und wir machen das eigentlich langsam, wir machen eine Radwanderung. So, werte Anwesende, wir danken dem Bürgermeister für seine Worte. Liebe Kinder, ihr habt euch ja jetzt in der vergangenen Woche auf diesen Tag besonders vorbereitet. Ihr habt also den Projekttag mit der Kreisverkehrswacht gemacht. Eure Eltern haben die Fahrräder richtig in richtigen TÜV-Zustand versetzt, dass sie richtig in Ordnung sind. Das war ein sehr gutes Ergebnis, haben wir lange nicht mehr gehabt. Deshalb auch nochmal Dank an die Eltern für diese gute Tätigkeit. Wir haben zu unserer feierlichen Eröffnung des Radweges heute noch einen besonderen Ehrengast eingeladen. Also jetzt haben wir unseren Boldi hier. Wir begrüßen alle den Boldi mit einem recht kräftigen Guten. Ja! Oh, nur lauter, Guten. Ja! So, und ich denke, der Boldi ist ja nur ein ganz seltener Gast. Der Polizei-Boldi ist ja überall unterwegs, wo es vorbildliche Verkehrssicherheit gibt. Und ihr habt das in der Schule bewiesen, deshalb ist er auch als Auszeichnung heute bei euch. Der Boldi will ja auch immer was hören, wie ihr euch vorbereitet habt. Und deshalb denk ich, dass ihr jetzt mal ein Verkehrslied, mal den Boldi singt und dann werden wir mal sehen, ob das klappt. So, das war schon fein. Singen wir noch ein Lied. Machen wir weiter, Frau Klaus. So, geht los. Sie wischt die Wolken so schön und da.
So, bitteschön. So, siehst du, guck richtig an den Boldi, brauchst keine Angst haben, der tut doch nichts. So, umdrehen bitte mal hier, so, gut. So, seid ihr so erschrocken, nehmt ruhig die Geschenke entgegen, ist doch was Feines. So, gut so, danke. So, so bitte. So, bitte stehen bleiben nochmal, halt, zurück nochmal, stehen bleiben. So, also, wir öffnen feierlich diesen Radweg. Halt, gute Fahrt. Und klatschen. So, und jetzt kann es losgehen. Ich würde sagen, es wird langsam gefahren, wie der Bürgermeister gesagt hat. Nicht kein Rennen gemacht. Wir haben das alle gelernt auf dem Parcours. Und jetzt bitte beweist es. Alle die Schutzhelme, Sturzhelme auf, damit nichts passieren kann. Und der Start. Der muss ein bisschen drüber balancieren. Da müssen wir mal hochziehen. Sie zu unserer heutigen Festveranstaltung anlässlich des 70. Schuljubiläums der Schule hier in Oberburg auf das Herzlichste. Besonders begrüßen möchte ich die Gäste aus Hertingen,
die ganz unverhofft heute hier an unserer Feierstunde teilnehmen. Bevor ich mit meiner eigentlichen Rede beginne, ist es mir ein Bedürfnis, Sie oder mich bei Ihnen auf das Herzlichste für die vielen Glückwünsche zum heutigen Jahrestag zu bedanken. Insbesondere möchte ich mich bedanken bei der Firma Gerd Kreuziger für die Beleuchtung eines Klassenzimmers an unserer Grundschule im Wert von 500 D-Mark. Sehr geehrte Gäste, ab Dienstag wurde feierlich durch unseren Bürgermeister Herrn Bein die Festwoche eröffnet. Mehrere Höhepunkte der Gemeinde sind Bestandteil. Heute nun wollen wir gemeinsam den 70. Jahrestag der Schule in Oberkurich begehen. Wir alle wissen, eine gute Bildung, für die eine voll ausgestattete, gepflegte Schule Voraussetzung ist, kostet eine Menge Geld. Unsere Gemeinde sorgte stets dafür, dass unsere Schule eine vordere Priorität erhielt. Daher möchte ich mich im Namen aller bedanken, besonders bei Herrn Pilz, der die Geschicke der Gemeinde gleich nach der Wende übernahm, und bei Herrn Bürgermeister Bein, der diese Aufgabe erfolgreich fortführt. Die Arbeit mit Kindern ist keine einfache, aber eine besondere Arbeit. Sie ist eine Aufgabe, die es täglich neu zu bewältigen gilt. Man hat in der pädagogischen Arbeit den Ausdruck geprägt: Lernen mit Kopf, Herz und Hand. Ich möchte diesen Ausspruch etwas abwandeln und auf unseren Lehrerberuf zuschneiden. Da müsste es eigentlich heißen: Unterrichten mit Kopf, Herz und Verstand. Die Arbeit mit den Kindern ist etwas sehr Sensibles. Man muss sie handhaben wie ein rohes Ei. Eine falsche Reaktion und ein nicht wieder reparabler Schaden ist entstanden. Doch dies, sehr verehrte Gäste, macht gerade diesen, unseren Beruf so interessant, so anziehend. Denn, sind wir doch mal ehrlich, wenn sich Lehrer begegnen, sei es zu Hause oder in der Fremde, es dauert nicht lange und das Thema Schule steht im Mittelpunkt der Diskussion. Viele Worte könnte man hier noch anfügen, doch ich möchte zum eigentlichen Anliegen zurückkehren. 70 Jahre Geschichte einer Schule aufzuzeigen ist nicht einfach. Es macht bei einem solchen Anlass immer etwas Schwierigkeiten, Worte zu finden, die all das ausdrücken, was sich in dieser Zeit ereignet hat. Sehr geehrte Lehrerschaft von gestern und heute, sehr geehrte Gäste, meine Damen und Herren, ich möchte Sie im Namen des Gemeinderates und der Gemeinde Oberkurich herzlichst anlässlich unserer Festwoche begrüßen. Besonders freue ich mich, das hat Herr Blach soeben auch getan, dass nahezu überraschend mein Amtskollege mit Begleitung von Ertingen es doch noch ermöglicht hat, uns zu besuchen und zu erscheinen. Herzlichen Dank, Herr Petermann. Herr Blach hat eigentlich sehr viel über die Geschichte und die Historie, historische Entwicklung, die Wehen und Leiden auch der Schule, der Vergangenheit gesagt. Ich will es mal so versuchen zusammenzufassen und aus der heutigen Sicht auf einen Punkt zu bringen. Ich selbst war Schüler dieser Schule, also des Altbaus. Ich wurde eingeschult 1945. Damals sicherlich nicht zu den günstigsten Zeiten. Wir hatten die schlechten Bedingungen, die man damals nur haben konnte. Ich erinnere mich an den Teichert Gasthof,
wo es dann die erste Schulspeisung im Innenhof gab beim fließenden Brunnen. Wer ungefähr meines Alters ist oder älter, wird sich daran auch noch erinnern können. Ich will eigentlich da nur nicht ausholen und wehleiden, sondern ich will eigentlich damit sagen, wie schön es doch unsere Kinder, unsere Generation und die folgende Generation unserer Kinder haben kann und haben sollte und dass wir es bewahren sollten. Wir haben dazu auch viel, mein Vorgänger und ich, dazu beitragen können, natürlich durch Unterstützung des Staates bzw. des Landes Sachsen, durch Fördermittel Sanierungen durchzuführen. Und ich glaube, wenn Sie es vielleicht lang nicht mehr gesehen haben, diese Schulgebäude, werden Sie uns doch bestätigen können, dass es ein wunderschönes Kleinod ist, eine Lernoase ist für unsere kleinen Schüler, leider eben der ersten bis zur vierten Klasse. Und ich möchte eigentlich nicht nur noch einmal die schwarze Fahne hochziehen aus der Sicht der Mittelschule, des Verlustes der Mittelschule. Es ist jetzt doch auf mittelfristige Zeit eine Vergangenheit. Aber worum wir gemeinsam ringen sollten und uns mit ganzer Kraft einsetzen werden, ist den Erhalt dieser so wunderschönen Grundschule mit seinem gesamten Ambiente. Und wir können auch deshalb stolz sein, weil viele sicherlich von Ihnen auch wissen, dass wir in der weiteren Umgebung kaum einen solchen herrlichen Schulkomplex haben, wie es unserer ist. Und ich würde mich selbst dazu verpflichten wollen, wir haben es auch in der Vergangenheit so gut es ging getan, dieses zu halten, zu wahren und zu pflegen. Ich wünsche, dass wir das, was Herr Placht sagte, auch die Hoffnung aussprach, dass in Ouro-Gorich eine kinderfreudige Gemeinde ist, dass sich das auch in naher Zukunft zeigt. Denn wir rund mit 90 Kindern, die wir vor Ort haben in unserer Schule, ist es schon bedenklich und die Entwicklung, wie Statistiker sagen, geht wohl in den nächsten 2-3 Jahren nicht gerade zu unseren Gunsten aus. Aber wir werden mit allen Möglichkeiten, vielleicht auch in Verbindung mit der Gemeindegebietsreform, Wege suchen, um auch das weiter über das Jahr 2000 darüber hinaus zu bringen. Für den heutigen Tag wünsche ich Ihnen noch ein paar nette Stunden. Wenn Sie Gäste sind unserer Festwoche, natürlich auch noch sehr erlebnisreiche Tage bis zum Sonntag. Und ich möchte Ihnen eigentlich das Programm jetzt übergeben, was mir eigentlich gar nicht zusteht. Aber wir müssen einfach die Kinder nicht noch länger warten lassen. Einen schönen Tag. Sehr geehrte Gäste, unsere Schule feiert den 70. Geburtstag. Während dieser Zeit schon viele Schülergenerationen an der Schulgeschichte mit. Im folgenden Programmteil soll gezeigt werden, wie sich die Klänge während dieser Zeit in der Schule verändert haben. Nun, was ist das? Wo bleibt ihr? Seid ihr stumm? Fürwahr, ihr seid doch ochsenmäßig dumm. Merkt auf, ach, Auf den Schulhof einen Mob, denn aus Gärten oder Heiden einer.
Oh,
werden dann das Lied spielen, wenn man dann die rote Flotte im Werfer sieht. Wir haben schon mit
Thank you.
möchte Sie recht herzlich in unserer Äppelweinschenke begrüßen. Besonders möchte ich begrüßen den Bürgermeister unseres Ortes am Bein und den Bürgermeister unserer Patengemeinde Erdingen, Herr Petermann. Wir würden zu Beginn ein kleines oder einige kleine Musikstücke hören, um uns auf unsere kleine Feier einzustimmen. Ich möchte meine Freude zum Ausdruck bringen, dass Sie so zahlreich unserer Einladung gefolgt sind und Interesse an diesem Objekt hier, an dieser Äppelweinschenke und auch an unserer Arbeit haben. 200 Jahre Äppelweinschenke, das ist ja der Anlass unserer Zusammenkunft. Wir haben die letzten 5 oder 6 Jahre Verbindung mit diesem Haus und haben das Haus, das Objekt hier gekauft und wollen es weiter nutzen. Wir haben das Prinzip von Anfang an so gemacht, nutzen und sanieren, also nicht erst sanieren und dann nutzen, sondern schon hier drin wohnen, hier drin arbeiten und schrittweise das Objekt, das Haus wieder in Ordnung bringen im Rahmen unserer Kräfte. Lassen Sie mich bitte einige Gedanken, die sich aus diesen ersten 5 Jahren im Umgang mit diesem Haus ergeben haben, sagen. Das erste wäre, wir haben festgestellt, dass dieses Haus Zeugnis jahrhundertalter, jahrhundertlanger fleißiger Arbeit der Menschen ist, die hier gewohnt haben, die hier gearbeitet haben. Das merken wir, wenn wir hier die Wände sanieren, wenn wir ausbauen, auch wenn wir was abreißen. Wir haben jahrhundertelang Menschen fleißig und gut gearbeitet. Wir spüren auch, dass dieses Haus Stätte der Wohnung und der Arbeit war. Zunächst war dieses Haus ein einfaches Umgebindehaus, das ist dieser Teil bis hierhin mit Blockstube und Kuhstall. Hier hinten ist eine sogenannte schwarze Küche eingebaut, also im Flur wurde dort in dieser sogenannten schwarzen Küche gekocht, Brot gebacken und das alles schwarze Küche, weil der gesamte Rauchabzug in der Küche war und dann zum Schornstein abgeleitet worden ist. Also hier wurde in einfachen bäuerlichen Verhältnissen gearbeitet. Später wurde dann der Rest dieses Gebäudes angebaut, dieses Gebäude neu errichtet. Dieser erste Teil Fachwerkbau mit Umgebinde und Blockstube und die anderen Teile dann mit Gewölbekonstruktionen. Wir können feststellen, dass also diese Ausführung der Arbeiten meisterhaft gemacht worden sind. Sie werden sich einiges schon angeguckt haben. Es ist also so, dass es den jeweiligen Nutzungsbedingungen optimal angepasst war. Wir können aber auch feststellen, dass die Äppelweinschenke eine Stätte der Erholung und der Geselligkeit war. Meine Tante kennt das noch ganz genau, wie sie mit meinem Großvater hier öfter hingewandert sind. Einige von Ihnen kennen das vielleicht auch aus der Familie. Es ist also eine offensichtlich sehr beliebte Ausflugsgaststätte gewesen, eine Stätte der Erholung und der Geselligkeit. Ausspannen war hier
wörtlichen Sinne zu nehmen. Hier gab es also auch eine Ausspannung für die Pferde. Wir haben das auf Bildern da, sodass man also hier echt ausspannen könnte. Wir können auch feststellen, dass es vor allen Dingen nach 1945 für viele Familien eine Stätte der Zuflucht war. Wir haben sehr viele Familien, die auf der Flucht waren oder die keine Wohnung hatten, Zuflucht gefunden. Die haben teilweise 4 oder 5 Familien gewohnt unter sehr ungünstigen Bedingungen, was Toiletten betrifft. Das Wasser ist erst 87 oder 88 angelegt worden. Alles wurde sonst aus dem Brunnen versorgt, einschließlich Viehhaltung, die bis zum Jahre 88, glaube ich, noch hier gewesen ist. Viele haben also hier in diesem Gemäuer Wohnung gefunden, Zukunft gefunden. Wir können auch feststellen, dass die Eppelweinschenke ein Zeugnis meisterhafter Baukunst ist. Wenn Sie sich mal diese Ecke hier ansehen wollen, wir haben sie bewusst freigelassen. Meisterhafte Baukunst dieser Blockstuben, Befestigung und die Blockstubenelemente, wie sie zusammengefügt sind. Und wir können auch feststellen, dass der Bauzustand überall dort, wo er original ist, ausgezeichnet ist. Wenn also hier versucht wird, Nagel in die alten 200 Jahre alten Balken reinzutreiben, es gelingt in der Regel nicht, weil die Balken eben so gut sind. Wir haben hier sehr gute Qualität Lehmbau. Alle diese Wände, auch in den Steinhäusern, sind Lehmbauwände mit in den Fachwerken mit Holzstangen umwickelt mit Stroh. Wir haben auch Schmuckelemente im Haus, sogenannte spätbäuerlicher Barock, die davon zeugen, wie mit ganz einfachen, schlichten Mitteln, aber eine sehr hervorragende Wirkung erzielt worden ist. Das Hauptgeheimnis, dass wir das überhaupt machen können, besteht darin, dass uns hier sehr viele helfen. Ich möchte vor allen Dingen die Unterstützung der Gemeinde Oberkurich erwähnen und die Unterstützung des Gemeinderates und vor allen Dingen auch des Bürgermeisters Rhein. Von Anfang an haben wir die Sache nur anpacken können, weil es von der Gemeinde diese Unterstützung gab. Wir haben viele Helfer hier beim Bau. Insbesondere möchte ich mich hier heute nochmal bei unseren Aktionären bedanken. Aktionäre, Aktion 55, kennen Sie wahrscheinlich, haben wir hier genutzt und viele Werte sind hier geschaffen worden. Ausbau, Demonstrationsprojekte schaffen und gleichzeitig Projektarbeit mit Schülern. Das haben wir also vernünftigerweise verknüpft. Ich möchte mich nochmal bei den Kollegen Aktionären recht herzlich bedanken. Ich möchte mich bedanken bei den Mitarbeitern unserer Firmen, die hier auch heute tatkräftig mitmachen und engagiert mitmachen. Natürlich geht es nicht ohne die Unterstützung in der Familie, die natürlich da ist, und darüber freue ich mich besonders, dass wir das also schaffen. Wir haben Unterstützung bei den Nachbarn und wir haben Unterstützung bei den Firmen dieses Ortes. Alle Baumaßnahmen sind von Firmen, die hier gemacht worden sind, von Firmen aus dem Ort gemacht worden. Sehr verehrte Anwesende, sehr verehrtes Ehepaar Keil als Hausherr, liebe Gäste. Als erstes möchte ich unser ältestes Gemäuer, bewohnbares Gemäuer unserer Gemeinde begrüßen und beglückwünschen und hoffen, dass es noch 200 Jahre stehen bleiben kann. Dank des Engagements des Eigentümers und vieler schon genannten tatkräftigen Helfer. Das ist ein gemeinnütziges Objekt bleiben möchte, und das ist eigentlich eine Aussteige oder eine Entspanne oder wie Sie das formuliert haben, wieder werden könnte. Da hat natürlich die Gemeinde auch daran Interesse, zumal wir uns ja gerade in dieser Gegend darauf auch orientieren, aus der Sicht der Gemeinde, dass es solche Kleinods gibt, die auch andere anziehen. Und wenn wir uns ein bisschen orientieren und sagen, wir haben ja ein eigentlich sehr schönes Wander- und Touristengebiet, hier unmittelbar führt jetzt schon und dann auch ausgebaut der Radwanderweg, der überregionale Radwanderweg vorbei.
dann würde ich sagen, kann der Alpewein gut sein für die Radwanderer in der Zukunft. Und das bringt Bewegung, das bringt Menschen wieder zusammen und auch in unsere Gemeinde selbst hinein. Das wünsche ich mir natürlich neben dem anderen Ziel, was Herr Keil ausführte, hier weiterzuarbeiten als ein Bildungszentrum und Informationszentrum für unsere Kinder, aber auch natürlich für Erwachsene. Wie wir hörten, wird das gut angenommen. Auch das begrüße ich und finde ich gut für uns. Damit kommen wir ins Gespräch als Gemeinde, damit bleiben wir im Gespräch. Alles hat eine Zweiseitigkeit und aus diesem Grund, denke ich, werden wir auch so entsprechend unseren Möglichkeiten auch dieses Vorhaben weiter unterstützen. Für Ihr Gelingen das Allerbeste und für uns gemeinsam weiter gute Zusammenarbeit, Herr Keil. Alles Gute. Es werden also nicht nur Projekttage durchgeführt. Die Projekttage sind vormittags immer anberaumt. Es werden also auch Freizeitmaßnahmen durchgeführt. Es unterstützen uns da auch sehr viele also Honorarkräfte und auch sehr viele ehrenamtliche Helfer, die uns dort bei der Arbeit unterstützen. Es werden also zum Beispiel Computerkurse durchgeführt für die Kinder und Jugendlichen, eine Koch- und Back-AG, ein Videoclub ist mit angeboten worden, ein Tanzkurs, wobei der Tanzkurs vorwiegend eigentlich für die Erwachsenen von Interesse ist. Also Erwachsene haben sich da auch schon gemeldet, dass sie gerne bei uns tanzen würden. Und es sind so die verschiedensten Freizeitmaßnahmen, die bei uns durchgeführt werden. Sie können sich also auch gerne mal in der Schule, in dem Neubau der Grundschule Obogurich mal anschauen kommen, wie dieses Freizeitzentrum ausschaut. Also wenn Sie auch mal Interesse haben, können Sie sich das mal anschauen kommen und wir könnten auch für die Erwachsenen Kurse anbieten. Der Heimatverein Obogurich möchte sich auch den Glückwünschen anschließen und wir überreichen Ihnen ein kleines Bild mit verschiedenen Sachen, die bei Ihnen schon hier alle stattgefunden haben, von der Gründungsfeier bis jetzt. Ah, da freue ich mich. Also, alles live hier. Ich möchte mich persönlich erstmal an die Hausherren wenden und Ihnen wieder zu diesem alles gut wünschen, auch im Namen des Heimatvereines. Und Herr Gedenker an die Kamera. Ja. Ich will auch immer zu sehen sein. Und natürlich vom Heimatverein Obergurich, der mit großem Interesse solche Aktivitäten und solche, ich sage mal, Investoren, wie Sie beobachtet, möchten wir Ihnen diese Urkunde überreichen zum 200-jährigen Jubiläum und Ihnen noch eine glückliche Hand bei der Restaurierung dieses sehr schönen alten Gebäudes wünschen. Und dass das nochmal, wurde ja schon mehrfach gesagt, 200 Jahre stehen im Weg und unsere Nachkommen sich auch noch an diesem schönen Gebäude erfreuen können. Also bei diesem Vorhaben alles Gute vom Heimatverein. Danke. Bereite dir mal vor, ein bisschen was auszugeben. Werte Bürger von Obergurich, werte Gäste, werte Frau Keil, werter Herr Keil. Im Namen der Frau Bürgermeisterin Koch aus Großboswitz, im Namen des Gemeinderates, besonders auch im Namen unserer beiden Schulen, der Grundschule Großboswitz und der Lessenschule Großboswitz als Mittelschule, möchte ich Sie heute hier ganz besonders beglückwünschen zu diesem großen Jubiläum. 200 Jahre Äppelweinschenke, Sie haben eigentlich das wieder wirksam werden lassen, was wir eigentlich alles wollen. Die Historie dementsprechend würdigen, Tradition weiterführen und sie zugänglich zu machen, dem Gegenwärtigen. Und für mich ist natürlich immer das Gegenwärtige ganz besonders darin, dass sich Menschen zusammenfinden, Gedanken austauschen und gemeinsam manche Dinge angehen.
für unsere Schülerschaft eine Besonderheit. Denn sie erleben hier in vielen Projekttagen das, was sie eigentlich nie kennengelernt haben. Und sie wissen selbst, wie unsere Schüler eigentlich bei der Sache sind. Dafür noch einmal ein herzliches Dankeschön. Und weil Herr Bein als Bürgermeister heute natürlich hier anwesend ist, möchte ich auch den Wunsch äußern, dass dieser Baustein ein Baustein bleibt, auch für die gute Zusammenarbeit zwischen beiden Gemeinden. Danke. So, ich würde Sie also bitten, auf unser Vorhaben hier, auf unsere alte Äppelweinschenke mit mir das Glas zu erheben. Und ich möchte mich nochmal für Ihren Besuch und für Ihre Anteilnahme an unserem Vorhaben bedanken. Zum Wohl. So, machen wir noch ein bisschen Musik. Thank you.
Schön aus hier. Nein. Und die Stufen sind weggemacht. Die haben wir früher die ganzen Klassenbilder gemacht. Das ist doch nicht. Ja. Der Sockel hier. Der Sockel. Tja, was soll ich noch sagen? Mandy lässt sich nicht abrammeln. Kann nicht passieren, wenn sie unter dem Tisch ist. Hey, hallo, ja. Das ist schön. Hier, kleine Enten. Guck mal, Lene, kannst du nichts. Rein, die Enten. Nee, du brauchst mal nicht rein. Das haben die alle zugemacht. Hier, komm. Thank you.
Also nachdem der Umzug vorbei war, da hat der Siegfried diese Kreuze geschlagen. Drei Kreuze hat er geschlagen. Und er setzt sie an den Tisch und siehe da, irgendeiner hat es gewusst, dass da drei Kreuze schlagen wird. Und da waren auf dem Tisch die drei Kreuze. Eine ganz große Story hier. Oh!
einer hinten rum. Thank you.
Das sind Kugelbomben. Die gibt es in verschiedenen Größen, von 75 bis 300, auch noch größer. Und die werden mittels Stubine gezündet. Da ist hier eine Treibladung drin. Und hier sind die Effekte mit der Zerlegerladung. Kann man entweder mit der Hand zünden oder man wird sie verleiten, die Vorbrenner. So, da kann man verschiedene Effekte erzielen. Zuschauer, alle Gäste nach unten auf den Festplatz. Hier auf der Brücke kann man den Feuerwerk nicht zusehen. Das ist ganz einfach zu nahe. Wie gesagt, am besten rechtzeitig zum Festplatz gehen, zeitig ins Kommen, sicher gute Plätze, aber wir haben ja auch ein Höhenfeuerwerk, es sieht also jeder.